Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager N21 mit der Karriere bei Rot-Weiß Essen. So, wir haben 4:1 gegen Sandhausen gewinnen können und spielen jetzt als nächstes gegen die TSG 1899 Hoffenheim 2. So, dafür nehmen wir unsere Rotation 1. Wir spielen im Textmodus. Da muss ich mir überlegen, ob ich dann wieder Manndeckung mache, weil da verlieren wir meistens. Das ist der Knaller. Ich muss mir da was einfallen lassen. So, 4 neue Nachrichten. Gucken wir mal. So. Mannschaft der Woche. Ja. Ja, klar, dass Young da drin ist. So, weiter. Die zweite hat 3:1 gewinnen können. Das ist sehr gut. Platzek schießt 2 Tore. Eben war er noch nicht so gut drauf. Jetzt hat er 2 Tore gemacht. Super, superb, okay. So, dann gucken wir mal bei der Familie. Da kann man immer noch nichts machen. Okay, weiter. Dritte Liga. Hoffenheim ist Zweite, der 14. gegen den 7. Aber wir haben die Siegprämie von 3.800 Euro bekommen. Das ist gut. So. TSG 1899 Hoffenheim. Da werden wir mit Manndeckung spielen. So, gucken wir mal. Spieler bietet Jugendspieler an. Ja. Innenverteidiger. Nehmen wir an. Scouting ist abgeschlossen. Das gefällt uns sehr. Ablöseforderung. Platzek ist verletzt. Blut leisten. Was? Leistenriss, na toll. Ah, Leistenriss, ja. Wir sind wieder in der Jugendmannschaft. Ja. Aber das interessiert mich nicht, dass der Leistenriss hat. Ist eh zweite Mannschaft. Wird dann über die medizinische Abteilung und so. Okay. So, jetzt haben wir noch einen Tag Training. Da machen wir jetzt die Manndeckung. So, Manndeckung. Vergleich. Okay, die spielen 4. Die spielen dasselbe System wie wir, nur mit 2 zentralen Mittelfeldspielern. Okay. Der nimmt den, der nimmt den. Der nimmt den. Ich versuche so viele in Manndeckung zu nehmen, wie nur geht irgendwie. Der nimmt ihn. Er nimmt ihn. So. Die komplette Mannschaft nimmt ihn. Und jetzt, ah ja, mal. Gut. Er nimmt ihn. Und er nimmt ihn. Sehr gut. So trainieren wir das jetzt. So. Training. Training ist das Beste. Und wir spielen jetzt mal direkt von Anfang an mit 56% Abwehr. Ja. So, da haben wir jetzt einen Hinweis. Assistenten. Jugendspieler erreichen Trainingsziel, das ist mir aber relativ wumpe. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, ob alles so geblieben ist oder ob der gegnerische Trainer irgendwelche Änderungen vorgenommen hat. Da müssen wir mal gucken. Ja. Er hat ihn hier reingenommen. Manndeckung. Das passt. Ja, der Rest passt gut. Okay, musste man nur den ja jemand Deckung nehmen. Alles klar, Herr Kommissar. Halt, stopp. So, und die Abwehrhöhe. Direkt auf 56%. So. So spielen wir es
Textmoderspiel gegen Hoffenheim. Nein, 3D-Spiel nicht. Textmodus. Paris, Athen noch wiedersehen. So, machen wir jetzt mal Pause. Dann sagen wir, hier geht voll drauf. Und weiter geht's. So, mal sehen, ob wir gegen die ausrichten können. Die sind stärker als wir. Die sind zwar nur 10 Punkte, so wie ich jetzt sehen kann, aber mal gucken, was passiert. Chance für uns. Chance für die. Aber zum Glück nichts passiert. Das ist sehr, sehr gut. Chance für Odi, aber auch nichts passiert. So, jetzt gehen wir hier volle Concentration. Jetzt führen die 1-0. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Jetzt kommen die aber öfters vor das Tor. 1-0 für Hoffenheim. Oh Mann, ey. Egal, was ich mache, es funktioniert im Textmodus nichts. Ich muss auch einfach beste Spieler haben. Also, da muss ich unbedingt was machen, ey. Egal wie es kommt. Müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Hey, da geht er aus. Gelbe Karte für Adams. Oh Mann, ey. Spiel ab. Ja, dicke Chance, aber nichts passiert. Schade. Was kann man noch machen? Jetzt kommt wieder eine Chance für die. Aber es bleibt weiterhin beim 1-0. Und jetzt kommt es 2-0. Pass auf, was ich sage. Was habe ich gesagt? 2-0. Unglaublich, ey. Das ist der blöde Scheiß. Der hat die ihre zweite Mannschaft immer durch Spiel aus der ersten verstärken können. Ne? Gut, ich gebe die Manndeckung auf. Die nützt eh nichts. Mehr gesehen, 2-0 zur Halbzeit, kann man nur hoffen, dass es besser wird. Co-Trainer macht die Auswechslungen. Ach nein. Ich muss das hier wieder weg hier, den Scheiß. Aha. Jetzt. Manndeckung weg. Manndeckung weg. Manndeckung weg. Müssen wir mal alles einzeln einstellen, das ist doof. Dass man nicht sagen kann hier, dass die ganze Mannschaft irgendwie Mann gedeckt wird. Aber egal. Hat eh nichts genützt und wir stellen die Abwehr wieder zurück auf 45%. Das war zu offensiv. So, 45%. Let's go. So, jetzt müssen wir die Spielergespräche hier. Hier müssen wir einiges machen, ey. Na, also wir fangen mal mit den 4,5ern an. Der wird motiviert, der wird motiviert und der wird motiviert und der Stürmer wird motiviert. Dann der Innenverteidiger wird motiviert und
der Torwart wird motiviert. Und der Rest wird alles zum Kontern eingestellt. Ja, wir haben so viele Vierer gehabt, also wir haben den letzten da auch nicht. Aber ich habe einen 3,5er motiviert, ich Trottel. Egal. So was passiert halt, wenn man nicht genau gucken kann. So, weiter geht's. Achso. Konzentrieren und alle Spieler aufwärmen lassen. So. Auswechslung, das interessiert mich aber nicht. Und 3-0. Was soll ich, sagen? Ah ne, 2-1, sehr gut. Salvemini, sehr gut. Dann links außen oder rechts außen, der war, ist egal. Links außen. 2-1 ist schon mal sehr gut. Direkt nach der Halbzeit umso besser. Kann man ja vielleicht auch noch auf den Unentschieden hoffen. Mal gucken. Okay, Gomez ist ausgewechselt worden. Und 2-2, sehr gut. Taktik ist wieder aufgegangen. Ja, ist, wenn man mal was ändern will, damit es nicht immer gleich wird und direkt Doppelschlag. Hildenbrand. Erstes Tor in dieser Saison. Ja, ist doch schön. Auswechslung bei denen. Auswechslung bei denen. Luca Plattenhardt für Herzenbruch. Harenbrock für Doro. Chance für Rot-Weiß Essen, aber wird nicht sehen. Also ist nichts passiert, sagen wir so. Jetzt kommen die wieder. Und nichts. Glück gehabt. So, weiter geht's. Und Tor für uns. Sehr gut, Salvemini mit Doppelpack. Sehr gut, so muss das sein und nicht anders. So, mal sehen, was noch passiert. 10 Minuten noch zu spielen, ich ändere jetzt nichts. Ich sage auch nichts an, außer Konzentration. Hohe Konzentration bitte. Zum Glück nichts passiert. Eine Minute Nachspielzeit. Und Ende. Wir haben 3-2 gewonnen. Wir haben ein 2-0 umgedreht in den 3-2. Gut, dass ich die Taktik geändert habe und die Manndeckung aufgehoben habe. Sehr gut. 3-2 Sieg in Hoffenheim.
Sehr gut, das gefällt mir sehr. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen wieder zum Spiel gegen den ersten FC Magdeburg im Videotextmodus. Bis morgen dann. Ciao, ciao.